Hallo, ich freue mich sehr, Sie auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Maren Torkler und meine Vision ist es, dass so viele Menschen wie möglich das Wichtigste zu ihrem Medikament erfahren und wissen. Heute geht es zum Thema Schilddrüsenhormone, Ihr L-Tyroxin und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Grob kann man sagen, dass Sie L-Tyroxin bekommen, weil in Ihrem Körper zu wenig L-Tyroxin vorhanden ist. Es kann aber auch zur Entlastung bei bestimmten Krankheiten gegeben werden. Wenn Sie so mal Ihr Blutbild gesehen haben, dann sehen Sie so 3, 4 Werte. Als erstes das TSH, das nennt sich das Thyreotropin. Dann haben wir das T3 und T4, das sind die eigentlichen Wirkformen, das sind die Schilddrüsenhormone. Man muss sich das so vorstellen, im Körper ist so ein Regelkreislauf. Das TSH, dieses Thyreotropin, wird in der Hirnanhangdrüse gebildet und sagt im Prinzip der Schilddrüse, produziere jetzt bitte mal mehr Schilddrüsenhormone. Das bedeutet, wenn Sie ein zu wenig an T3 und T4 haben, ist es in der Regel so, dass das TSH bei Ihnen zu hoch ist, weil Ihr Körper immer wieder sagt, jetzt produziere doch die Hormone, aber irgendwie kommt die Schilddrüse nicht dahinterher. Das heißt, so ein typisches Blutbild, was Sie haben könnten bei einer Unterfunktion, wäre, dass das TSH hoch ist und T3 und oder T4 erniedrigt sind. Andersrum ist es, wenn zu viele Schilddrüsenhormone gebildet werden, das heißt T3 und T4 erhöht sind, dann ist es so, dass der Körper dieses TSH, das Thyreotropin, runterregelt, weil es sagt, Schilddrüse, produziere bitte nicht mehr Hormone. Und das sehen Sie dann auch am Blutbild. Zum Unterschied T3 und T4 in Ihrer Tablette ist das T4 drin. Das wird vom Körper in das T3 umgewandelt. Der Vorteil von dem T4 ist, dass das T4 nicht so schnell abgebaut wird. Es ist aber auch schwächer wirksam. Das T3 ist stärker wirksam, wird aber sehr schnell abgebaut. Deshalb wird es in der Regel bis auf 1, 2 Ausnahmen nicht in eine Tablette gegeben, weil Ihr Körper das letztendlich selber macht. Ein paar Informationen zur Einnahme. Wie Sie sicher alle wissen, sollten Schilddrüsenhormone nüchtern eingenommen werden. Das bedeutet eine halbe Stunde Minimum vor dem Frühstück. Das macht man, weil in der Schilddrüsentablette nur so ein mini kleiner Anteil an Wirkstoff drin ist und der sehr schnell beeinflusst werden kann durch Nahrung, die man dazu mit einnimmt. Deshalb ist es wichtig, das nüchtern zu machen. Ob Sie nach einer halben Stunde was essen oder nicht, ist dann egal. Da können Sie auch 2, 3 Stunden mitwarten. Wichtig ist, dass die Tablette ohne Essen im Magen ankommt. Für alle die, die das jetzt doch vielleicht doch noch nicht gehört haben, ist es wichtig, dass Sie jetzt nicht sagen, ach, ich erfahre jetzt was Neues, also mache ich das demnächst nüchtern. Ihre Schilddrüsenhormondosis ist jetzt schon auf ein anderes Einnahmeverhalten eingestellt worden. Wenn Sie es irgendwann wirklich ganz korrekt machen wollen, dann sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, sagen Sie ihm, dass Sie es vorher nicht nüchtern eingenommen haben und jetzt korrekt machen möchten. Dadurch kann es einfach sein, dass die Schilddrüsenhormondosis, die Sie bis jetzt bekommen haben, zu hoch ist. Ist, weil bei Nüchterneinnahme einfach viel mehr von dem Wirkstoff ins Blut gelangt, wodurch die Blutwerte dann eventuell ein bisschen ansteigen könnten. Ich will nur damit sagen, wenn Sie das jetzt gerade zum ersten Mal gehört haben, dann sprechen Sie mit Ihrem Arzt, dass Sie es dann nüchtern einnehmen möchten und der guckt dann nach einer kurzen Zeit nach Ihren Blutwerten und guckt, ob sich das dann gut eingependelt hat. Ganz wichtig ist es, dass Sie die Schilddrüsenhormone mit ausreichendem Abstand zu mehrwertigen Kationen einnehmen. Was sind mehrwertige Kationen? Kationen sind im Prinzip Mineralstoffe, die eine bestimmte Ladung haben. Hier nenne ich das Calcium, das Magnesium, das Eisen. Wenn Sie das zusammen mit den Schilddrüsenhormonen einnehmen würden, dann würden die nicht
nicht gut wirksam sein. Das heißt, Sie sollten Minimum 2 Stunden Abstand dazu halten. Am besten sind es sogar 4 Stunden. Auch mit Kaffee sollten Sie Ihre Schilddrüsenhormone nicht einnehmen, weil Kaffee auch die Aufnahme in den Körper verhindern kann. Also am besten mit einem großen Glas Leitungswasser, da sind Sie dann auf der sicheren Seite. Hier möchte ich schon mal die Sojaprodukte erwähnen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der gerne Sojamilch in seinem Kaffee morgens nimmt. Das wäre dann wirklich so der schlechteste Fall. Sojaprodukte können nämlich die Aufnahme von Schilddrüsenhormonen in den Körper hemmen. Das heißt, wenn Sie, ich sag mal, vorher Fleischesser waren und sagen, jetzt möchte ich mich vegetarisch ernähren und die Menge von Sojaprodukten ein bisschen hochfahren, dann ist es so, dass Ihr Körper eventuell einen höheren Bedarf plötzlich an Schilddrüsenhormonen bekommt, so wirkt das zumindest. Es ist aber so, dass Sojaprodukte die Aufnahme von Ihrem L-Tyroxin aus der Tablette im Darm ins Blut hemmen können und dadurch müsste die Menge an Wirkstoff, die bereitgestellt wird, erhöht werden. Das bedeutet, wenn Sie Sojaprodukte essen und Ihr L-Tyroxinbedarf dann erhöht ist, ist der nicht wirklich erhöht. Man muss mit mehr Wirkstoff im Darm ankommen, damit das Gleiche ins Blut aufgenommen wird. Also immer, wenn Sie so eine Ernährungsumstellung machen von viel zu wenig Soja oder umgekehrt, dann sprechen Sie doch mit Ihrem Arzt, dass der dann zeitnah die Schilddrüsenhormone mal überprüft, ob die weiterhin gut eingestellt sind. Für alle die eventuell ein bisschen Schluckbeschwerden haben oder für Kinder, es ist unproblematisch, die Schilddrüsentablette in Wasser aufzulösen. Die können Sie in so 10 bis 20 Milliliter Wasser reingeben, mal kurz suspendieren und trinken, dann am besten etwas nachtrinken. Wichtig ist, dass Sie ins Glas gucken, dass da wirklich nichts mehr übrig ist und eventuell nachspülen. Das ist möglich für Patienten, die schlechter schlucken können. Sie sollten die Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion kennen und einer Schilddrüsenunterfunktion, damit Sie selber da ganz sensibel drauf sind. Zu einer Schilddrüsenüberfunktion gehören zum Beispiel Herzklopfen, Herzrasen, so eine innere Unruhe. Es kann Durchfall dazu kommen, ganz prägnant sind auch Schlafstörungen oder auch ein unerklärlicher Gewichtsverlust. Das sind alles Symptome einer eventuellen Überdosierung. Symptome eines zu wenig an Schilddrüsenhormonen könnten sein Verstopfung, es könnte sein, dass es zu einer Gewichtszunahme kommt und auch ganz typisch, dass man immer so das Gefühl hat, dass einem kalt ist. Das wären so Symptome eines zu wenig an Schilddrüsenhormonen oder einer Schilddrüsenunterfunktion. Wenn Ihnen auffällt, dass Sie irgendwelche Symptome von der Über- oder Unterfunktion haben, dann sprechen Sie auf jeden Fall Ihren Arzt drauf an. Jetzt gehe ich auf das Thema Wechselwirkung mit anderen Medikamenten ein. Ich kann das nicht komplett vollständig abdecken. Ich beziehe mich auf die wichtigsten Wechselwirkungen mit Medikamenten, die doch sehr häufig eingenommen werden. Als erstes ist zu erwähnen das Amiodaron. Das hat jetzt so eine Ausnahmestellung. Das Amiodaron ist ein Wirkstoff, den man einnimmt bei Herzrhythmusstörungen. Es ist ein Wirkstoff, der nicht so viel eingenommen wird, aber trotzdem möchte ich ihn hier erwähnen, weil Amiodaron einen sehr hohen Jodgehalt hat und Amiodaron kann dazu führen, dass Ihre Schilddrüsenwerte nach dem plötzlichen Ab- oder Ansetzen von Amiodaron absolut aus dem Ruder laufen. Da kann es zu einer Erhöhung der Schilddrüsenhormone, aber auch zu einer Erniedrigung kommen. In der Regel weiß das aber auch Ihr Arzt. Trotzdem seien Sie sensibel drauf, wenn Sie Amiodaron einnehmen. Wenn Sie Diabetiker sind, egal ob Typ 1 oder Typ 2, und Sie Insulinspritzen oder Tabletten gegen erhöhten Blutzucker einnehmen, dann kann es sein, dass wenn Ihre L-Tyroxin-Dosierung geändert wird, dass Sie das an Ihrem Blutzucker feststellen.
Das liegt daran, dass eine erhöhte L-Tyroxin-Menge die Wirkung von Mitteln, die den Blutzucker senken sollen, ein bisschen abschwächt. Das heißt, erhöht sich die Schilddrüsenhormone, kann es dazu führen, dass auch ihr Zuckerspiegel im Blut ein bisschen ansteigt. Das hat aber nichts mit einer Verschlechterung zu tun, sondern einfach, dass ihre blutzuckersenkenden Präparate nicht so gut wirksam sind und das müsste man dann angleichen. Genauso ist es, wenn Sie zum Beispiel Ihre Schilddrüsenhormonmenge als Diabetiker ein bisschen runterfahren können, dann kann es sein, dass Sie auch eventuell nicht so viel von Ihren Antidiabetikern benötigen. Wenn Sie Coumarin-Derivate einnehmen, das ist der Fall, wenn Ihr Wirkstoff Fenprocumon heißt oder Warfarin. Gucken Sie immer auf Ihre Packung. Ich gehe hier nie auf Fertigarzneimittelnamen ein, sondern immer nur auf die Wirkstoffe. Wenn Sie Blutverdünnungsmittel nehmen, dann ist es so, dass Ihr Schilddrüsenhormon, wenn Sie das etwas erhöhen müssen, dazu führt, dass Ihre Blutverdünnung ein bisschen stärker wird. Ich erkläre das ganz kurz. Das liegt daran, weil dieses Fenprocumon oder Warfarin, das blutverdünnende Mittel, ist im Blut an Eiweiße gebunden. Und solange das an Eiweiße gebunden ist, kann es nicht wirken. Nur so ein freier Teil im Blut, der da rumschwirrt, der kann wirken. Wenn jetzt das L-Tyroxin kommt, dann kann das L-Tyroxin Ihren Blutverdünner aus dieser Bindung rauslösen, wodurch wieder mehr freier Blutverdünner im Blut vorhanden ist und der kann dann stärker wirken. Also hier geht es aber nicht um alle Blutverdünner, sondern wirklich nur um die Coumarin-Derivate. Ein Wort an unsere Frauen, wenn sie die Antibabypille nehmen oder Hormone in den Wechseljahren, dann ist es so, dass ihre Schilddrüsenhormone eventuell nicht zu 100% wirksam sein können. Das liegt daran, dass die weiblichen Hormone, die Schilddrüsenhormone sozusagen ein bisschen binden können. Für sie heißt das, immer wenn sie einen, die Antibabypille an- oder absetzen oder genauso die weiblichen Hormone in den Wechseljahren an- oder absetzen, dass sie danach ihren Hausarzt darauf ansprechen sollten, dass er nochmal nach den Schilddrüsenhormonen guckt, um da zu schauen, ob sie da weiter noch genau eingestellt sind. Ein kurzes Wort zu Mitteln gegen Epilepsie und Johanniskraut. Diese Wirkstoffe können dazu führen, dass die Schilddrüsenhormone in der Leber verstärkt und schneller abgebaut werden und Sie, wenn Sie sowas einnehmen, dann einen erhöhten Bedarf an Schilddrüsenhormonen haben. Für Sie ist wichtig zu wissen, wenn Sie Epileptiker sind oder Johanniskraut gegen leichte Depressionen einnehmen, dass Sie, wenn Sie an der Wirkstärke mit dem Arzt was ändern, dass Sie dann nochmal nachfragen, dass er danach nochmal nach den Schilddrüsenhormonen guckt. Ein letztes Wort noch zu Beta-Blockern oder auch Cortison, was Sie oral, das heißt als Tablette einnehmen. Sowohl Beta-Blocker, da haben wir sowas wie das Metoprolol oder das Bisoprolol, als auch Cortisone können dazu führen, dass im Körper diese Umwandlung von T4 in T3, was wir ja benötigen, was ich vorher erwähnt habe, nicht mehr so gut funktioniert. Das heißt, wenn Sie einen Beta-Blocker an- oder absetzen oder auch Cortison einnehmen müssen, dann sollten gerade Ihre T3-Werte überprüft werden. Wenn Sie nur mal kurzzeitig Cortison einnehmen, ist das nicht so wichtig. Also da geht es wirklich darum, wenn Sie längerfristig das Cortison oral einnehmen müssten. Wie Sie schon gemerkt haben, ist das Thema Wechselwirkung, da gibt es einiges. Achten Sie einfach darauf, wenn Sie zu einer der Gruppen gehören, die ich gerade erwähnt habe, dass Sie dann einfach immer mal Rücksprache mit dem Arzt halten, wenn an Ihrer Dosis von Ihrem Medikament ein bisschen was verändert wird, dann kann es nämlich sein, dass Ihre Schilddrüsenhormone auch angepasst werden müssen. Das ist für Sie einfach wichtig zu wissen. Ansonsten hoffe ich, dass ich Ihnen hiermit weiterhelfen konnte und denken Sie immer dran, glücklich sein ist doch die beste Medizin. Bis dann. Tschüss.